Hallo liebe Trubenhausfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag von unserem YouTube-Kanal. Heute werden wir mal bei uns um die Früchte kümmern und primär eigentlich um die Frucht, die bei uns am besten geht, wo wir auch im Versuch mit der Hochschule Weihenstephan haben, und zwar die Papaya. Und heute in diesem Beitrag geht es natürlich darum, warum ist unsere Papaya nachhaltiger, als die ihr klassischerweise bei uns im Handel findet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Also zur Papaya selber als Pflanze, das wir die mal kurz beschreiben. Die Papaya ist eigentlich, man sagt auch Baumelone oder Melonenbaum dazu, so schließt sich eigentlich ein bisschen der Kreis, ist kein Baum. Also wenn wir so hier so sehen, würde eigentlich der Eindruck erweckt werden, das ist ein Baum. Nein, die Papaya ist ein Strauch. Und zwar, der Strauch macht oben immer einen Schopf. Also wir haben jetzt keine unteren Blätter, außer es würde mal Seitenverzweigung geben. Wir haben oben immer diesen Schopf mit diesen schirmartigen Blättern, wo sich über die Pflanze drüber sträuben. Und die Papaya eben hat einen leicht verholzenden Stamm, deswegen eben kein Baum, sondern eher der Bereich Strauch. Und dieser verholzene Teil ist innen drin hohl, also das müsst ihr euch vorstellen wie Bambus. Also wir haben dann verschiedene Segmente, wo abschließen, und dazwischen ist immer wieder dieser Hohlraum. So ist jetzt eigentlich die Papaya vom Aufbau her erklärt. Und die Pflanze, das ist ein wenig so ein Mythos, keiner weiß genau, woher die kommt. Also man weiß nur, die ist damals zu Christopher Columbus Zeiten eben entdeckt worden, eben in Mittelamerika und in Südamerika. Aber da gibt es immer wenig so Mythen, ist die zuerst in Mexiko entdeckt worden oder in Kolumbien oder in Venezuela. Das weiß man so 100% nicht. Aber wie eben diese Seefahrerzeit angefangen hat und man hat gemerkt, man kann die relativ leicht durch Saatgut vermehren, also durch Eigenaussaat, hat die sich weltweit über die ganzen Tropen verteilt. Und das Besondere ist eigentlich auch, die Herkunft von den Früchten. Die Früchte haben sich ja auch, ich sag mal, den klimatischen Bedingungen der jeweiligen Kontinente angepasst. Wie jetzt zum Beispiel in Mexiko gibt es Sorten, die machen ungefähr teilweise bis 6 Kilo Gewicht. Also da hängen dann solche Teile dran. Aber man muss sich immer eins vorstellen, je größer eine Papaya oder je größer eine Frucht, umso weniger Fruchtzuckergehalt hat sie. Das heißt, je größer eine Papaya, umso, ja, ich nenne es jetzt mal geschmacksneutraler wird sie. Deswegen auch die Bezeichnung Baummelone. Jeder hat schon Melone gegessen. Melone ist ziemlich wasserreich, also genauso wie die Papaya, und hat eben nur eine ganz dezente Fruchtsüße. Und das Gleiche haben wir eben auch bei der Papaya. Und je kleiner die sind, also zum Beispiel der asiatische Bereich hat viele kleine Sorten, oder hawaiianische Sorten sind ziemlich klein, da reden wir um die 300, 500 Gramm Fruchtgewicht, umso mehr Zucker ist drin und umso süßer sind sie. Und bei uns hier drin, um die Forschung ging es natürlich, das Ganze wird ja mit Abwärme beheizt, wir haben in Deutschland einen teuren Boden, wir haben andere Arbeitslöhne wie jetzt in den Tropen. Welche Fruchtgröße ist für uns am besten geeignet, auch zukünftig, wenn das jemand nachmachen will in der Vermarktung? Und da war eben die Fragestellung auch mit der Hochschule, auf was greifen wir zurück? Und wir haben uns jetzt eigentlich für mittelamerikanische Sorte entschieden, die im Bereich zwischen 800 Gramm bis 1,2, 1,5 Kilo liegt. Und da haben wir eigentlich den bestmöglichsten Ertrag, weil Ertrag heißt für uns, wir schaffen das genauso wie in den Tropen. Wir haben jetzt pro Saison, also wir können jetzt nicht sagen pro Jahr, sondern pro Saison, haben wir 20 bis 25 Früchte dran, die jetzt hier einfach immer am Stamm wachsen. Das sieht man schon, da sind schon welche weggekommen. Die haben ziemlich früh bei uns angefangen. Und die sind jetzt dann ungefähr im März, werden die alle abgeerntet sein. Da gibt es keine mehr. Und hier oben befindet sich schon wieder der erste Blütenansatz. Und die sind dann wieder, ich sag mal, im späten Frühjahr fällig. Also ist eine Saison, ist nicht einmal im Jahr, sondern so, ja, ich sag mal 0,8 Mal im Jahr. Also die nimmt immer einen Ertrag mit rüber ins nächste Jahr. Und wir schaffen das eigentlich genauso wie in den Tropen. Und jetzt geht es nur darum, wie verbessern wir das Ganze? Jetzt nicht nur, dass wir die Abwärme nutzen, sondern wie vermeiden wir gerade, dass wir ganz viel Wasser brauchen. Also beim Versuch vom Alex, den wir ja schon vorgestellt haben, geht es darum, Wassereffizienz zu zeigen und natürlich dann die Düngereffizienz. Und dann müsste man eigentlich in 2 Jahren ein hocheffizientes Nahrungsmittel haben im Bereich Papaya, was unheimlich gesund ist. Das erläutere ich euch dann nochmal, die Frucht dazu. Und wir haben ja auch immer so kritische Stimmen, wo sagen, ja, brauchen wir denn mit Abwärme unbedingt solche tropischen Früchte? Esst doch lieber heimische Früchte. Wir haben jetzt gerade Winter draußen. Ich weiß jetzt nicht, was wir im Winter draußen bei uns für heimische Früchte ernten, außer wir haben uns ein paar Äpfel und ein paar Birnen eingelagert. Aber da dazu kommen wir noch. Also jetzt haben wir erstmal die Papaya als Pflanze beschrieben und wo sie herkommt. Jetzt kommen wir ja mal zum Thema Blüten. Papaya haben wir, wenn man es jetzt mal, ich sag mal, grob sieht, haben wir 3 Geschlechter, weil Papaya-Pflanzen sind zweihäusig. Zweihäusig bedeutet eigentlich, du hast immer getrennte Individuum, das heißt, du hast entweder nur weibliche Blüten oder nur männliche Blüten. Aber eben
ist man den Weg gegangen, um die Ertragsreiche zu kriegen, dass man sagt, okay, es gibt auch zwittrige Individuen, das heißt, wir haben männliche und weibliche Blüten gemeinsam an der Pflanze. Und es lässt sich ziemlich leicht unterscheiden. Und zwar hier sehen wir zum Beispiel diese Frucht, die hat ja schon wieder eine ganz andere Form, wie jetzt dieser ganze Ansatz hier drüben. Das schaut jetzt eher so, ich würde jetzt mal Kokosnuss ähnlich beschreiben. Und hier drüben haben wir so diese birnenförmige, keulenartige Form oder wie ein Football-Ei. Das sind dann die Zwitter. Das heißt, die Pflanze hier ist eine Frau. Und bei zweihäusigen Pflanzen, wenn wir jetzt nur eine Frau oder nur einen Mann haben, funktioniert die Bestäubung meistens eben über Wind. Das heißt, der Pollen wird von A nach B getragen. Oder eben Insekten können die Pflanzen bestäuben. Und Insekten, das kann alles sein. Also das kann von der Fliege bis zur kleinen Echse, das kann ein Vogel sein, die tragen einfach Pollen im Gefieder rum, würde das funktionieren. Bei uns aber primär funktioniert das über die Windbestäubung, durch die Warmluftgebläse. Und hier oben sieht man dann schön, das sind jetzt alles weibliche Blüten. Hier fehlen männliche Blüten gänzlich. Und die Besonderheit, was da eben passieren kann, das zeige ich euch dann später, wenn wir die Früchte aufschneiden. Wenn eben keine männlichen Blüten dran sind oder zu wenig männliche Blüten zur Bestäubung geführt haben. Hier, wie schon gesagt, alles Wind- oder Fremdbestäubung. Beim Zwitter hier, wo wir oben, da ist jetzt schon wieder der nächste Ansatz, wo wir schön sehen. Und hier oben kommen schon wieder die ersten männlichen Blüten, dann würden die weiblichen später kommen. Haben wir einen Vorteil, es ist ein Zwitter. Und zwittrige Früchte sind eigentlich die, die ihr aus dem Handel kennt. Also wenn wir die auseinanderschneiden, dann habt ihr in der Mitte diese schöne schwarze Saatgutanlage mit lauter kleinen, dunkelbraunen, leicht schwarzen Körnern oder halt Saatkörnern. Und bei der ist es so, die können sich über Wind bestäuben oder bestäuben sich generell schon von selber. Also sie sind selbst Fruchten, das heißt, die bräuchten eigentlich kein Tier, wo das bestäubt. Papaya hat auch noch eine ganz große Besonderheit. Und zwar kann die unter gewissen klimatischen Bedingungen, das mussten wir auch erst lernen, weil wir haben ja hier in Klein-Tettau nicht das klassische tropische Klima, auch wenn wir die Abwärme haben, entscheidend ist auch immer das Sonnenlicht. Das heißt, Papaya steht normalerweise immer bei 12 Stunden Sonnenlicht in den Tropen rum, also Sommer wie Winter, wie Herbst, wie Frühjahr. Und wir haben halt hier einfach einen klassischen Wechsel zwischen 6 bis 16 Stunden, kann alles sein. Und das mussten wir erst die ersten Jahre herausfinden und das ist auch in den Tropen teilweise so beschrieben. Wenn es bestimmte klimatische Schwankungen gibt, also auch in der Umgebung, kann die Geschlechter tauschen. Das heißt, die entscheidet sich irgendwann, zum Beispiel aus einem Zwitter, nur noch rein weibliche Blüten zu machen oder eben aus einer Frau irgendwann zu sagen, hey, ich produziere noch ein paar männliche Blüten und bilde mich zum Zwitter um. Das hier ist zum Beispiel so eine Pflanze, da weiß man noch gar nicht, ob das jetzt Fisch oder Fleisch wird. Also wir haben jetzt so klassische Formen, diese Kugelformen von der rein weiblichen Frucht. Und jetzt hier oben sieht man schon, jetzt beginnt es so langsam, dass jetzt trotzdem männliche Blüten rausgetrieben werden. Und man sieht es auch schön, und denen, die jetzt kommen, die sind jetzt eigentlich schon so klassischerweise birnenförmig oval, wie man es beim Zwitter kennt. Also ist das, könnte das, will mir jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen, kann das jetzt eine Pflanze sein, die wirklich wohl jetzt innerhalb ihres Bestands das Geschlecht getauscht hat. Und das ist auch so eine Besonderheit, was eigentlich primär die Papaya macht. So, jetzt stehen wir beim Versuch vom Alex, dass man einfach mal das Thema Vermehrung oder Aussaat ein bisschen genauer betrachtet bei der Papaya. Also generell, wenn ihr euch irgendwo im Handel eine Papaya kauft, also gerade ein Zwitter, wo Saatgut hat, das Saatgut, A, könnt ihr essen, da kommen wir noch dazu, oder ihr seht einfach selber daheim bei euch welche, auch bei Zimmertemperatur muss es eigentlich funktionieren, dass ihr zumindest mal ein, zwei Früchte ernten könntet. Da habt ihr zumindest eine Grünpflanze, wo ihr essen könnt. Und bei der Aussaat hier beim Alex, die haben wir im Juni diesen Jahres ausgesät. Jetzt seht ihr schon, wie schnell die eigentlich relativ wachsen. Und bei Papaya kann man ungefähr sagen, ab der Aussaat bis zur ersten Blüte, also wir reden dann davon, wenn die jetzt mal so groß ungefähr ist, dann müssten die ersten Blütenanlagen kommen, haben wir so roundabout der Zeit zwischen 9 bis 12 Monate. Ist natürlich ein bisschen standort- und lichtabhängig. Aber so 9 bis 12 Monate und dann kommt der Ertrag und dann haben wir hier im Gewächshaus ja so eine Lebensdauer. Ja, ich sage mal vor 3 Jahren, in den Tropen können die weit über 10 Jahre alt werden und machen auch immer Seitenverzweigungen. Im Besucherhaus haben wir zum Beispiel eine älteste Papaya, die ist vom Februar 2014. Die steht immer noch, schaut natürlich nicht mehr aus wie eine klassische Papaya, sondern wir haben ganz viel Seitentriebe und sowas wäre halt total unwirtschaftlich im Plantagenbereich oder auch bei uns. Das heißt, man macht eine gewisse Größe, bis man sie noch beernten kann und dann kommt sie raus.
Von der Aussaat her haben wir es jetzt hier auch beim Versuch vom Alex gemacht. Wir haben die klassischerweise dreierweise ausgesät. Also es sitzen hier drei Pflanzen im Topf. Und das sieht man auch schön, wie unterschiedlich der Wuchs ist. Wir haben jetzt hier eigentlich eine ziemlich schöne, kräftige Pflanze. Das wird auch die Alpha-Pflanze sein, wo beim Versuch stehen bleibt. Dann ist noch eine, die ist total mini. Die schaut aus, wie, als wenn, man, wenn die jetzt noch vom August wäre. Und daneben eine zweite Größe. Warum machen wir das? Das ist ganz einfach. Wenn wir sehen, was es für ein Blütenansatz ist und wir wollen primär Zwitter, dann schneiden wir die anderen einfach raus. Und die Besonderheit vom Topfversuch gegenüber dem Erdversuch ist einfach, wir arbeiten hier mit sogenannten Tropfern. Das heißt, ein Tropfer macht so roundabout 2 Liter in der Stunde. Und wir geben der Pflanze nur das Wasser, was er auch wirklich mal verbraucht. Und wir wissen auch, was der Topfervolumen, ich sage mal, fassen kann oder binden kann mit dem Substrat. Und mehr Wasser geben wir gar nicht. Wie hinten bei der Erdkultur arbeiten wir mit Mikrosprinklern. Da wissen wir, okay, ein Sprinkler haut in der Stunde 35 Liter raus. Und dann wäre es das. Und das Wasser geht halt einfach viel tiefer in den Boden rein, obwohl es die Pflanze gar nicht braucht. Und deswegen das Thema beim Topfversuch einfach auch Wassereffizienz. Und Wassereffizienz, das ist jetzt nicht nur ein Thema, was wir hier in Kleintettau brauchen oder auch machen wollen, sondern das Thema Wassereffizienz, was wir hier machen, das muss man auch ein bisschen globaler sehen. Diese ganzen Erkenntnisse, was dann auch in der wissenschaftlichen Abhandlung drin ist, sind ja auch Erkenntnisse für einen Freilandanbau in den Tropen. Weil in den Tropen wissen wir ja genauso durch den Klimawandel, du hast Starkregenereignisse, dann hast du wieder Trockenphasen. Also warum nicht auch in den Tropen, wenn man bewässern muss, nicht flächenmäßig mit großen Sprinklern bewässern, sondern zu sagen, wirklich, boah, ich gebe der Pflanze Nährstoffe und Wasser gezielt, wirklich boah, das, was er braucht und benötigt. Und somit hätten wir auch im Freilandanbau massive Ressourceneffizienz. So, jetzt stehen wir an einer schönen, zwittrigen Pflanze, wo wir eigentlich die ganzen Reife gerade wunderbar zeigen können. Übrigens, Papaya als Frucht, glaubt man kaum, ist eine Beere. Also die Papaya gehört botanisch gesehen jetzt von die Früchte her zu den Beeren. Und hier haben wir eigentlich klassischerweise Frischverzehr vollreif. Das heißt, die Fruchtschale hat eine schön gelbe, orange-goldene Farbe. Dann, was wir bei uns im Handel sehen, was die meisten nicht wissen, Papaya, wo bei uns im Handel sind, und das ist mal so Facts und Figures, Bayern exportiert oder importiert, beziehungsweise, Entschuldigung, im Jahr 1500 Tonnen Papaya. Ist jetzt nicht die Welt, aber Papaya wird in Bayern gegessen. Und diese Papaya werden echt primär geflogen. Und ich sage mal, so ein Marktanteil haben über 80% hat Brasilien. Also das heißt, wenn eine Papaya in der Größe, die hat jetzt so roundabout 600-700 Gramm, wenn die zu uns geflogen wird, verursacht die pro Flugkilometer so rund 0,7 Gramm CO2. Also durch den Ausstoß durch das Flugzeug. Das heißt, wenn die bei uns ist, hat die 700 Gramm haben roundabout 7 Kilo CO2 verursacht. Und das ist eben so eine Sache, wenn ja in Bayern nur 1500 Tonnen gebraucht werden und wir durch einen Versuch der Meinung sind, wir kommen nächstes Jahr auf 300 Quadratmeter schon zu, auf 1,5 bis 2 Tonnen. Und was wir für Abwärme in Bayern haben, ist das eigentlich eine zukunftsträchtige Frucht, was wir bei uns anbauen können und das dann noch klimaneutral, wenn wir die Abwärme dazu haben. Aber das ist jetzt nur mal so am Rande. Dann die hier, also man sieht, die Schale verfärbt sich schon leicht. Das ist das, was wir klassischerweise bei uns im Handel sehen, wo halt auch geflogen wird. Und die hier hinten, die kann ich jetzt leider nicht so hochkippen, die ist jetzt noch komplett fest, das ist eine grüne. Und grün, jetzt kommt die Besonderheit, essen wir sie als Gemüse. In den zwei Zuständen essen wir sie als Frucht. Also so verändert sich das. Also deswegen kann man eigentlich sagen, die Papaya als Beere ist eigentlich eine Frucht, aber unreif ist sie eigentlich als Gemüse zu behandeln. Und wenn man jetzt die Zustände nimmt, also die könnte man sogar noch als Gemüse verarbeiten, weil das Fruchtfleisch innen drin sich schon verfärbt hat, aber der Zuckergehalt gar noch nicht so hoch ist. Also wäre es eher ein süßes Gemüse und das ist dann schon rein Frucht. Und eine Papaya, wenn ihr die daheim habt und wollt die nachreifen lassen, das könnt ihr nachreifen lassen. Grün könnt ihr überhaupt nicht nachreifen lassen, also da ist überhaupt kein Zucker drin. Das könnt ihr dann höchstens noch pürieren und für einen Smoothie verwenden. Und die könnt ihr noch nachreifen lassen, ist es am einfachsten. Ihr wickelt die in ein Zeitungspapier ein und lagert die euch jetzt, wo ich sag mal, bei ja, 12 bis 17 Grad, vielleicht habt ihr euch jetzt einen kühlen Raum, aber nicht so in den Kühlschrank zum Nachreifen lassen. Die wiederum, wenn die reif ist, damit sie euch länger hält, bitte in den Kühlschrank geben.
aber dann eben nicht unter 7 Grad. Also das würde ich eher so auf 10 bis 8 Grad tendieren, damit ihr keinen Geschmacksverlust habt. Und wenn ihr die rausnehmen und essen wollt, schneidet sie auf und lasst sie einfach mal 10, 15 Minuten bei Zimmertemperatur akklimatisieren. So, jetzt schauen wir uns natürlich die Früchte mal von innen an. Und deswegen werden wir auch mal das machen. Ich drehe jetzt hier mal eine grüne, wo wir klassischerweise als Gemüse essen. Drehen wir vor einer weiblichen Pflanze runde. Das seht ihr ja schon, die Form ist ganz anders. Und als Vollreife nehmen wir jetzt einfach mal die hier vom Zwitter. Und die lassen sich ganz einfach runterbrechen und das Thema ist schon erledigt. So, und jetzt schneiden wir die zweimal auf. Einmal den Zwitter, der vollreif ist. Seht ihr schon, das geht relativ zügig durch, das Messer. So, und wenn wir es jetzt aufklappen, sieht man eben schön diese schwarze Saatgutanlage. Wir haben leicht bräunliche Kerne drin, dann wirklich mal so richtig tief schwarze. Papaya zählt eben zu den kalorienärmsten Früchten. Wir haben ganz wenig Fette, was man jetzt zum Beispiel bei Avocado oder solchen Sachen kennt. Die ist ziemlich kalorienarm. Und in der ganzen Papaya ist das Superenzym Papain drin. Und Papain ist so eiweißspaltendes, verdauungsförderndes Enzym, hilft auch bei der Fettverbrennung. Und das, komischerweise, das meiste Papain findet ihr in die Kerne. Also wenn ihr eine Papaya kauft, schmeißt nicht die Kerne weg, wascht die durch und trocknet die. Und wenn ihr im Frühjahr mal so eine Entschlackungsdiät oder was machen wollt, dann esst jeden Tag mal so 2, 3 getrocknete Kerne einfach mal zur Unterstützung. Das Papain baut sich nicht unbedingt ab. Ne? Und wenn ihr jetzt daheim die Papaya aufschneidet, sieht man hier schön so eine weiße milchige Flüssigkeit, was da austritt. Und da ist unheimlich viel Papain drin. Das Problem ist, das ist gallenbitter. Und damit euch das nicht ins Fruchtfleisch reinzieht, weil das Fruchtfleisch auch ähnlich wie bei Melone ist, dass du da wirklich viel Wasser aufnehmen kannst, viertelt ihr die einfach und legt die geviertelt hin. Das heißt, das, was jetzt unter der Schale austritt, läuft praktisch hinunter. Und ihr habt nicht das Problem, wenn ihr das jetzt bei Zimmertemperatur einfach mal liegen lasst, dass euch der Schalenrand oder der Fruchtfleischrand bitter wird. Also immer vierteln. Was man natürlich in den Tropen auch noch gern macht, um einfach den Geschmack, ich sag mal, besser hervorzukriegen vor Papaya, ihr könnt es gerne ein bisschen mit Zitronensaft oder Limettensaft beträufeln. Es gibt auch welche, die machen einfach ein bisschen Ingwer drauf, dass du diese Zitronenschärfe vom Ingwer mit drauf hast. Oder es wird auch viel mit Zucker gearbeitet. Aber ich sage immer, Zucker, das verwässert ein bisschen den Geschmack. Also lieber eben mit Zitronen- oder Limettensaft oder mal mit Ingwer arbeiten. Also gerade bei Reifen. So, jetzt kommen wir eben zu Unreifen. Das war ja eben, seht ihr schon, unreif. Das könnt ihr jetzt vom Fruchtfleisch her vergleichen. Ist ähnlich wie Kohlrabi bei uns. Und da braucht ihr ein bisschen ein anderes Messer, weil die halt wirklich was sehr hart ist. Und das seht ihr auch massiv. Sie ist eben unreif, wie diese bittere Flüssigkeit auftaucht. Und da müsst ihr dann wirklich mal gucken. Oh, wie Wunder. Das ist zwar jetzt eine weibliche Frucht, da war aber männliche Blüte in der Nähe. Deswegen haben wir auch Saatgut drin. Und jetzt habt ihr ganz viel von dieser bitteren Flüssigkeit. Und dass eben das euch beim Gemüse auch nicht passiert. Immer wieder vierteln und so kann es runterlaufen. Ne? So, wie verwendet man grüne Papaya? Es ist ja ganz einfach zu sagen, wenn die so ähnlich ist wie Kohlrabi. Alles, was ihr mit Kohlrabi macht oder eben mit Sellerie, könnt ihr mit der grünen Papaya machen. Die Kerne, also bitte wegschmeißen, die unreifen Kerne sind gallenbitter, die bringen euch gar nichts. Also ihr würdet die jetzt klassischerweise eben schälen. Und dann könnt ihr die einfach, wenn ihr die geschält habt, ich sag mal wie ein Kohlrabi, könnt ihr durch euren Gurkenhobel lassen, macht dann einfach einen Rohkostsalat, so ähnlich wie ein Kohlrabi-Salat. Ihr könnt einen grünen Papaya-Salat machen. Und für einen Körper am gesündesten, aufgrund des hohen Papain-Gehalts, ist meine Hände kleben schon ganz verrückt, ist eben die grüne. Also grüne als Gemüse ist wesentlich gesünder wie die Reife. Die Reife hat aber natürlich auch ihre Vorzüge. Wenn die vollreif ist, hat die unheimlich viel Vitamin C. Das heißt, wenn ihr am Tag ungefähr 100 Gramm reifes Fruchtfleisch esst, habt ihr schon einen Tagesbedarf an Vitamin C gedeckt für einen Erwachsenen. Also das sind so die Facts und Figures. Am besten ist, man isst beides, also grün und unreif, je nach Jahreszeit. Ich sag's mal so,
Im Winter ist natürlich immer beides besser. Ihr braucht Vitamin C gegen Erkältungskrankheiten. Und noch die Weihnachtsfeiertage will ja jeder immer gern abnehmen. Dann esst ihr einfach grüne. So, ich hoffe, euch hat immer der kleine Take über die Papaya mit Effects und Figures gefallen. Und deswegen immer wieder gern liken, Kanal abonnieren, auf dem Laufenden zu bleiben. Das mit den Früchten, was wir heute gemacht haben, werden wir in Zukunft weitermachen mit denen, was wir anbauen. Und wir freuen uns auf euch beim nächsten Beitrag und immer wieder gern auf eure Kommentare. Also tschüss.